Servus Leute, willkommen zurück zu Mega Man X4. Letztes Mal hat sich uns ausgerechnet Iris in den Weg gestellt und wir mussten sie leider bekämpfen und das war nicht so ein schönes Erlebnis dann. Weder für Zero noch für Iris selbst. Wow. Und jetzt gehe ich mal hier lang. Mit X bin ich ja unten lang gegangen, was sollte. Genau. Ach. Hä? Achso, da schießt ja so ein Laser. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das Bild im Hintergrund irritiert mich ein bisschen. Das schon? Ja, das war schon. Tatsache. Und letztes Mal sind wir ja hier entlang gekommen. Mit X. Genau. Ach so, du warst der Gegner. Ich wollte gerade sagen, wer war nochmal der Gegner, aber jetzt weiß ich es wieder. Der Oberadmiral da. Ja, General. General, nicht Admiral. General. Wenn die da bekommen. Viele starben nur wegen ihnen. Diese Leben sind dann ja, diese Leben lasten auf sie oder irgendwie so. Auf ihren Gewissen. Independence, weiß nicht, voranschreiten. Keine Ahnung, was Independence heißt. Independence Day, das ist das Einzige, was ich damit in Verbindung bringen kann, aber da weiß ich es auch nicht. Auf jeden Fall, ja, unser Unabhängigkeit? Keine Ahnung. Unabhängigkeit hat ihren Preis. Was ist mit Iris? Habt ihr sie vergessen? I have no regrets. Kann man sehen. Ich habe keine, was weiß ich, Einwände. Keine Ahnung, was Regrets heißt. Obwohl ich schon mehrfach gelesen habe. Ich kann es nur jetzt gerade im Kopf nicht abrufen. Ich wette, wenn die Aufnahme vorbei ist, weiß ich es wieder. Das ist immer so. Zero. It was our destiny to fight. Okay, wie soll ich dich jetzt bekämpfen? Kann ich dich schießen? Oh, 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 oh! Moment, der Double Jump. Oh! Ja, super, wie? Bin zu lahm. Und jetzt? Ich schieße weiter. Lass mich in Ruhe mit deinem Handy. Ah, das war ganz knapp, wollte ich erst sagen. Wehe, du landest. Oh, das ist ein neuer Move. In der Megaton-Presse von einem Kilomon oder so. Ja, ich wollte eigentlich wegdashen, aber ging gerade nicht. Ich glaube, ich weiß, wie ich den Bosskampf angehen kann, es sei denn, er ist da oben. Aber dem ist einfach auszuweichen. Sie immer ein Blickfeld haben, ja. Taste! Ja, kill mich. Ich habe gerade zweimal auf die Taste gedrückt und beide Male sprangen nicht von der Wand ab. Verdammt! Diese Taste manchmal. Wenn es mein eigener Fehler ist, dann sage ich auch, ja, das war jetzt mein Fehler, das war jetzt dumm von mir, das war jetzt anti-skill-mäßig. Aber wenn es die Taste ist, dann sage ich, es ist die Taste. Also, was machst du denn? Okay, schon wieder. Na dann, leg mal los. Ich weiß schon, wie ich ihn bekämpfen muss. Weil
Keine Ahnung, ob es so wirklich geplant ist, aber ich weiß, wie ich es jetzt machen werde. Taste. Wisst ihr was? Ich versuche mal was. Okay, es geht. Ah, jetzt schießt er aus dem Arm. So, die machen gar keinen Schaden, die Fäuste. Und deswegen habe ich mich die ganze Zeit zurückgehalten. Nein! Hört ihr das? Taste, oh, sie sind jetzt wieder zweimal fest. Na gut, wenn ich so weitermache, wird sie nicht mehr lange bestehen. Zur Not kann ich auch mit B springen, aber... Da bin ich dann... Ja, super. Da bin ich dann super, ich weiß. Nee, da bin ich dann aber nicht so gut. Auf da hinten. Nein! Oh! Fuck, Energie! Ja, Laser, aus! Ja, jetzt packt er seine Raketen aus. Ah, Lebensenergie, danke. Das war jetzt gut. Das war... Zwar nicht ganz geplant, das gebe ich zu, aber ein geschenkten Gaul schaut man jetzt ins Maul. So. My fate is sealed. I have no choice. Man hat immer eine andere Choice. Nein. Gut. Ich könnte es auch so machen, ganz, ganz langsam. Aber dann dauert der Kampf 100 Jahre. Seht ihr? Weil, wenn er dumm ist und so weitermacht. Ja. Und ich glaube, ich werde mich dafür entscheiden, den Kampf 100 Jahre zu bestreiten. Und dann kann es sein, dass die andere Schulter mich gar nicht treffen kann, wenn ich hier bin. Aber macht schon wieder. Der Schulter, sage ich schon, diese komischen Arme da. Aber hier kann mich nur der linke Arm treffen, aber nicht der rechte. Schon wieder die Arme, ja. Kann sein, dass du das nur, dass du das davon, also dass du entscheidest, was du machst, je nachdem, wo ich mich gerade befinde. Und wenn ich auf dem Boden rumrenne, dann rennest du, glaube ich. Okay, dann werde ich mal versuchen, jetzt auf dem Boden zu bleiben. Ja, Tatsache. Nee, er ist hier nach oben geflogen. Ja gut, wenn er so nah ist, da kann ich nichts machen. Ach, jetzt habe ich mich gedreht, aber konnte ihm nicht schaden. Auch schon wieder der Dreck. Ich werde bestimmt nicht so blöd sein und auf seine Hände raufgehen. Das macht den ganzen Kampf ja nur noch schwieriger. Ach. Ich darf nicht an der Wand sein. Ich
keine gewisse Distanz zum Aufbauen. Das wird, glaube ich, mehr Sinn ergeben. Komm her, komm her. Ja. Ja, es ist sogar noch besser. Nein, das war blöd von mir. Ach was, komm her. Ach. Das ist natürlich von der Seite. Ja, beruhig dich wieder. Komm, lande. Was ist das da? Oh. Gut. Nicht schwer, wenn man solche Taktiken verwendet. Ich meine, wahrscheinlich ist es so. Was ist das für ein Geräusch? Ist das im Spiel? Ja, es ist im Spiel. Ich dachte schon, im Zug fährt wieder vorbei. Ja gut, wenn man diese Taktik nutzt, ist es nicht schwer. Wahrscheinlich ist es so geplant, dass man immer ganz auf seine fliegenden Hände raufgeht. Was ist das? Was passiert? Nein, diese Waffe kann nicht funktionieren. General, was ist los? Irgendjemand anders kontrolliert sie. Dann ist der in großer Gefahr. Muss gestoppt werden. Ich werde das übernehmen. Safen, definitiv. Ja. Gut, der Part wäre jetzt wahrscheinlich sehr kurz. Aber so einen kurzen Part will ich nicht. Mindestens 15 Minuten oder so. Oder 14. Aber wenn ich jetzt schon... Moment mal, ich sah das jetzt schon. So komische Sinsenmann-Sigma kam. Achso, nee, Grade 8. Ich glaube, das könnte dreckig werden. Die Frage ist nur, welche Waffe wird gut gegen wen? Ja, ich glaube, da werde ich jetzt eine Zeit lang dranhängen. Ich den besten wieder zuerst. Also sprich den dümmsten zuerst. Allein schon, weil er von einer blöden Sau das Moveset geklaut hat. Oh, du kannst. Das Schaden, ne. Feuer bringt wahrscheinlich. Eis bringt nix. Ich glaube, das bringt was. Das muss ich anders machen, wenn ich einigermaßen sicher bin. Jetzt. Nein, das war doof, ich wollte kein zweites Mal. Boah, das war aber ganz schön knapp jetzt. Nein, du machst nicht ernsthaft. Ja, er gegen mich, also er ist fast tot. Nein! Ja, ich habe gewusst, dass er es jetzt macht, weil sobald ich hier in der Ecke gefangen bin, macht er dieses Schuhuken. Und der Kerl sich keine eigenen Moves ausdenken kann. Da klaut er sie einfach aus Geld für so einer schwulen Sau. Wie ihr wahrscheinlich hört, kann ich Ryu überhaupt nicht ausstehen. So, dann nochmal den ganzen Spaß. Spaß. Strichchen.
Nein! Oh. Oh, sure you can, there you are. So you can do it if you really try. Daher auch schon you can. Zack. Jetzt nochmal. Das war blöd. Nee, der ist blöd. Ja, ich muss mich in ihn reinsperren. Das fügt noch mehr zu lassen einmal. Verreckt doch endlich. Ja, ich weiß, Waffennutzung ist lame, aber was soll's. Den anständigen Run habe ich ja mit X schon gemacht. Ups. Oh, perfekt gelandet. Geil. Hier war die Eule drin, oder? Ja, wie habe ich dich denn besiegt? Mit meinem Special Move da? Will ich gleich mal testen. Ja, Tatsache. Das verbraucht viel zu viel. Gut. Und schon haut sie wieder ab. Ah, mit dem Doppelsprung komme ich jetzt besser hoch. Das ist gut. Ach, das war blöd. Ich hätte mich unten hinstellen sollen. Die Sicherheit aber nö. Ach, shit. Das ist ja doof. Mach das nicht nochmal. Er hat's abgewehrt. Ja. Oh gut, wie habe ich das denn jetzt geschafft? Ah. Scheiß Eule! Nein, ich springe auch noch in ihn rein, das war wirklich idiotisch für mir gerade. Das ist schon aufgeladen, okay. Nur Leben eigentlich. Ich kann es knicken. Aber egal, schauen wir mal. Ich muss die Videozeit ja noch irgendwie füllen. So. Eule des Schreckens. Jetzt hätte ich das weiter oben einsetzen, wenn er weiter unten ist. So zum Beispiel spielen. Ja gut, nicht ganz so nahe. Und jetzt hat er das abgewehrt, oder wie? Doofe Eule. Geht's nochmal? Nee. Aber super. Greif ihn an! Oh, der Sezaber ist mächtig gegen die Eule. Ich hätte jetzt gar nicht darauf geachtet. Ich glaube, das muss ich mir in der Aufnahme auch wieder angucken. Trotzdem, ich habe viel zu wenig Lebenskraft. Okay, das ist schon komplett aufgefüllt worden. Was habe ich sonst noch zur Auswahl? Aha. Das Frostwaler ist okay. Der Schaden? Nee. Super, komm ganz langsam weggerutscht. Das ist so doof. Warum gehe ich so nah an ihn ran? Ich kämpfe gerade wie ein Depp. Ich bin weg. So eine auf neues Zeug wachsen zu lassen. Nein, das war doof. Ich bezweifle, dass ich mit null Leben jetzt alle restlichen Robot Master platt mache. Vor allem, weil die Spinne ja auch noch da ist. Da habe ich keine Ahnung, wie ich die bekämpfen soll. Habe ich noch einen Tank? Ja, zur Not hätte ich einen.
Nur zum Mond bringt mir leider nicht so viel. Du bist nicht der Pilz. Ach du. Jetzt habe ich nochmal gegen dich genutzt. Lass mich. Ist da? Ja, das da ist es. Ach, ging nicht. Oh, Kacke. Ja, der wird mich killen. Ja, definitiv. Vor allem, weil ich da jetzt nichts mehr machen konnte. Aber egal, das war sowieso nur, um das Video noch zu füllen. Ja, an sich war es mir ja egal, ob ich die jetzt besiege oder nicht. Oh, fast perfekt gelandet. Natürlich sind die jetzt wieder da. Aber das macht nichts, weil die werden wir dann im nächsten Part richtig angehen. Das war Mega Man X4. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für euch.